Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney weiter und ich bin immer noch kräftig am Überlegen, welche Aussage ich jetzt hier nochmal auseinandernehme. Der Hinweis von Phoenix und Sophie jetzt zum Schluss, dass wir die Aussagen der Zeugen gegeneinander ausspielen sollen, also beziehungsweise wir sollen die Aussagen der Zeugen angreifen, damit sich andere Leute zu Wort melden und damit da dann irgendwie was passiert. Das hatten wir jetzt ja im Endeffekt eigentlich schon gemacht, deswegen bin ich da so ein bisschen irritiert, dass die da jetzt nochmal sich drauf versteift haben. Was mir jetzt gerade spontan für einen Gedanke gekommen ist, also wir haben ja durch diese Zeugenaussagenrunde, wir haben ja jetzt einen neuen Hinweis bekommen oder einen neuen Beweis für die Gerichtsakte. Beziehungsweise nein, eigentlich zwei, ne? Weil im Liber Magi wurde ja der Zauber Umbra zum Beispiel auch aktualisiert. Aber ansonsten kam ja auch der goldene Layton mit dazu. Kam der in dieser Runde mit dazu? Moment, doch, er müsste mit dazu kommen. Wenn man die Parts immer eine halbe Stunde lang macht, dann kann man da schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, den Professor... Ich bin mir gerade sehr unschlüssig. Moment. Ich möchte jetzt ganz kurz mal nochmal Vidian angreifen. Ich klicke mich da jetzt aber mal ein bisschen schneller durch. Und bekomme jetzt hoffentlich im Schnelldurchgang nochmal so ungefähr mit. Okay, hier ging es nochmal um diese... Ja, um diese allgemeine Geschichte. Nee, Vidian hat viel um den heißen Brei geredet, aber ansonsten hat er eigentlich nichts wirklich Interessantes beigetragen, was jetzt relevant wäre. Die Aussage von Frau Schleifstein hatte sich verändert. Daraufhin hatte... Es ging dann um den goldenen... Moment. Das war die einzige Aussage, wo sich wer anders nochmal zu Wort gemeldet hat. Ich hätte ihm die Trödelei schon lange ausgetrieben. Luke hat sich dann zu Wort gemeldet. Höre ich mir das jetzt nochmal weiter an? Ich höre es mir mal weiter an. Sie meint Luke damit. Habt ihr gesehen, wie das Opfer auf etwas zeigte, nachdem ihr den Raum betreten hattet? Er richtete ein Messer auf jemanden oder etwas. Ein Messer. Ihr wisst dies doch schon. Ein scharfes, funkelndes Messer. Der arme Mann dachte wohl, dass ein Messer gegen einen Geist hilft. Jeder meiner Schüler weiß, wie sinnlos dies ist. Allerdings gibt es keinen Beweis, dass das Opfer wirklich ein Messer in der Hand hielt. Immerhin ist jetzt klar, dass Professor Layton und Maya sich nicht angesehen haben. Möge der nächste Zeuge und seine Aussage, nun ja, vorsingen. Ich bin irritiert. Ich bin mächtig irritiert. Wollen wir uns einen Tipp holen? Wir wollen uns einen Tipp holen. Es hilft ja nichts. So, Hinweismünze. Bitte. Flieg und Sieg. Es geht um diese Aussage. Es geht nochmal um diese Aussage. Angreifen. Dann geht's doch nochmal mit der Geschichte mit Luke weiter irgendwo. Na gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Also. Wäre er doch nur mein Schüler. Ich hätte ihm Trödelei schon lange ausgetrieben. Beobachten. Luke. Sekunde. Alles in Ordnung, Luke? Gar nichts ist in Ordnung. Würdest du gern deine Meinung? Der Professor würde nie im Leben ein Messer auf irgendjemanden richten. Ich sag euch, ich sah ein Messer. Einspruch. Wir wissen Folgendes. Der Arm des Opfers ist verschwunden. So haben wir auch keinen Beweis, dass er wirklich ein Messer hatte. Unbedeutend. Eine Sache beschäftigt das Gericht. Wo ist nur dieser ominöse Arm? Genau, jemand sollte dieser Sache nachgehen. Aha. Aha. Sekunde. Herr Vidian, möchtet ihr uns vielleicht eine Kleinigkeit mitteilen? Herr Vidian! Mann, ihr habt mich gefälligst, Vidian der Erste zu nennen, ihr Blaumeier. Euer
Euresgleichen sollte jemandem wie mir Respekt zollen. Mir, einem bald schon reichen Mann. Ihr scheint ja recht zuversichtlich zu sein, was eure goldene Zukunft angeht. Meine Zukunft geht durch einen feuchten Heuhaufen an. Was soll das? Was glupscht ihr mich so an? Ich weiß nichts über irgendwelche Arme und komische goldene Typen. Verzeihung, Phoenix. Hm? Was gibt's, Sophie? Vielleicht irre ich mich ja, aber mit diesem Kerl stimmt irgendwas nicht. Meinst du nicht auch, dass er verdächtig aussieht? Und ob ich das meine? Alles an ihm ist so zwielichtig, dass ich alle paar Sekunden nachsehen muss, ob er nichts geklaut hat. Herr Vidian, tut doch bitte nicht so, als wüsstet ihr nichts über den fehlenden Arm. Tun als ob? Ich weiß von nichts. Nada, null, niente. Ich hab das Teil nicht gesehen. Oder davon gehört. Oder es mir gegönnt. Es euch gegönnt? Ich war's nicht. Echt nicht. Bei meinem Reichtum. Ich hab damit nix am Hut. Ihr Lügen und Betrügen, da nichts nutzt. Ihr habt versucht, mich reinzulegen. Hoppla. Ruhe. Ruhe. Wer seid ihr überhaupt? Ihr wollt wissen, wer ich bin? Ich bin Wucher, der Pfandleiher. Und dieser Kerl ist ein schamloser, betrügerischer Lump. Er hat es gewagt, mir ins Gesicht zu lügen. Was meint ihr damit? Oh, das erzähle ich euch liebend gern. Am Tag des Verbrechens kam Vidian in mein ehrbares Geschäft. Er kam zu mir geschlendert und meinte, er hätte da etwas für mich. Ein herrliches Kunstwerk. Ja, eine echte Rarität. Ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Dieses Kunstwerk. Meint ihr etwa... Hier ist es. Wow. Ich wusste es. Das ist doch... meine. Professor. Es ist der Arm des Professors. Pures Gold. Hervorragende Handarbeit. Der Titel war... Auf in die Zukunft. Oder dergleichen. Ich habe nie zuvor Gold von derartiger Qualität gesehen. Und so habe ich nichtsahnender Tor diesem törichten Halunken doch wahrlich eine stattliche Summe gezahlt. Wer hätte auch damit gerechnet? Und was muss ich nun vernehmen? Dass es auch noch der Arm eines Menschen ist? Mein Herr, ihr seid ein Monster. Ihr seid so verdorben wie die Schatten. Ich hatte keine Ahnung, dass es sein Arm ist. Ich schwöre das auf meinen Reichtum. Als ich den Arm sah, war er schon so. Was meint ihr damit? Ich betrat den Raum als letzter. Das Teil fiel mir direkt auf. Dieser goldene Arm, der in Richtung Decke zeigte und dabei voller Autorität und Optimismus funkelte. Ich dachte, es war ein Zeichen, das mir den Weg zu einem besseren, freundlicheren und reicheren Morgen zeigen sollte. Es war für mich wie ein Kunstwerk. Und ein wertvolles noch dazu. Und anschließend fand es einen Weg in eure Taschen und ihr habt es verhökert? Ihr brachtet es auf einem kruden Ständer an, erfandet einen kitschigen Namen und gabt es als Skulptur aus. Versucht jetzt nicht, euch von der Wahrheit abzuwenden. Verflucht noch eins! Ich kann mich von allem abwenden, wenn ich es will. Ich wende mich von den Fakten ab und der Zukunft zu. Schau immer auf die Sonnenseite. Das ist das Motto von Vidian dem Ersten. Ja. Das finde ich jetzt faszinierend. Dass sie den Arm einfach dran geklebt haben und das einfach so funktioniert.
Wo waren wir? Ach ja, der Arm des Opfers wurde von einem meisterhaften Handwerker erfolgreich wieder angebracht. Wie auch immer das funktioniert. Aber okay. Wir müssen es so hinnehmen. Ritter der Gerechtigkeit. Ihr mögt die Zeugen nun weiter befragen. Immerhin wissen wir jetzt eines definitiv. Wie nun klar ersichtlich ist, hielt das Opfer auf keinen Fall ein Messer in seiner Hand. Oje, oje, Mine. Mir dünkt, meine Augen haben mir einen Streich gespielt. Wenn ich genauer darüber nachdenke, war das Opfer schließlich schon zu Gold geworden, als wir alle die Stube betraten. Den Zeugenaussagen zufolge war dies der Fall, das stimmt. Ihr gesteht mir sicherlich zu, dass es ein leichtes ist, diesen glänzenden Finger mit einem Messer zu verwechseln. In der Tat, der Finger des Opfers funkelt wie die Klinge eines Schwerts. Er wirkt derart machtvoll und intensiv. Jeden, der diesen Finger auf sich ruhen fühlt, dürfte es kalt überlaufen. Kein Rätsel kann dem mächtigen Finger des Professors standhalten, wenn dieser darauf zeigt. Und keinem fällt auf, dass der Fingerzeig eigentlich mein Markenzeichen ist. Ich finde auch deinen Fingerzeig ziemlich beeindruckend, Phoenix. Ach, sie bemitleidet mich doch nur. Habt ihr noch etwas dazu zu sagen, Herr Blaurock? Was? Wie ich zuvor schon sagte, ob das Opfer ein Messer hatte oder nicht, ist völlig und absolut irrelevant. Genau, völlig egal. Ihr entschuldigt euch jetzt besser mal, Hurtig. Mich einfach so zu belästigen. Ist das wirklich schon alles? Kann uns dieser Arm echt keine weiteren Indizien liefern? Wir sind so weit gekommen. Vielleicht gibt es ja sonst noch was, das du die Zeugen fragen könntest. Da hat sie recht. Ich muss wohl noch weitere Fragen stellen. Auf ein neues, Herr Vidian. Vielleicht könntet ihr mir noch eine Sache über den Arm erzählen. Wann fandet ihr ihn? Für wie viel habt ihr ihn verhökert? Wo lag er, als ihr ihn fandet? Irgendwie finde ich das hier total sympathisch. Ich weiß aber nicht, was passiert, ob wir dann... Ach komm, wir hören es uns einfach mal an. Für wie viel habt ihr ihn verhökert? Warum verratet ihr mir nicht einfach, wie viel ihr für den goldenen Arm erhalten habt? Hä? All der funkelnde Schmuck, den ihr tragt. Euer Geld muss ja irgendwo hergekommen. Euer Geld muss ja irgendwo herkommen, oder? Und da ihr all dies mit nur einem Arm kaufen konntet, muss da ja schon ein kleines Vermögen wert sein. Wo wollt ihr? Wollt ihr sie etwa verkaufen? Die ganze Statue? Hä? Ihr habt meinen Respekt verloren. Offenbar seid ihr bloß ein gieriger Ritter, geblendet vom Ruf des Goldes. Wie kannst du nur, Nick? Professor! Hör, ich hätte das besser anders ausgedrückt. Jetzt bin ich plötzlich der Buhmann. Ich verurteile dich nicht, Phoenix. Aber lass uns bitte das Thema wechseln und ihn etwas anderes fragen. Vielleicht weiß er ja irgendwas Nützliches. Ja, ich sollte ihn wohl besser über was anderes fragen. Auf ein neues, Herr Vidian. Ja, und wie viel war der Arm nun wert? Also ich hätte es gerne gewusst. Na gut, dann halt nicht. Wo lag er, als ihr ihn fandet? Also nochmal. Ihr habt den Arm auf dem Boden gefunden. Und der Finger zeigte nach oben? Ja, es war genau so. Ich habe ihn gefunden, also gehört er mir. Wenn ihr mich fragt, er zeigte genau Richtung Decke. Der Arm fiel also genau so, dass er aufrecht landete. Wie stehen eigentlich die Chancen dafür? Das erinnert mich an ein Rätsel. Zeigt uns den Ort doch bitte auf dieser Skizze. Ich würde gern ganz genau wissen, wo ihr den Arm gefunden habt. Kein Problem.
Ich erinnere mich noch gut daran. Das war genau da. Nun ja, nicht gerade überraschend. Schließlich ist es der Ort, mit dem wir alle gerechnet haben. Wenn es wirklich so war, dann stimmt hier definitiv was nicht. Schaut weiterhin derart angestrengt auf diese Skizze und ihr brennt noch ein Loch hinein. Oder aber... Ihr wollt doch wohl nicht behaupten, dass irgendwo darauf ein Widerspruch zu sehen ist. Oder etwa doch? Dieser Arm ist das letzte Indiz, das von Professor Layton hinterlassen wurde. Selbst nachdem er in Gold verwandelt wurde, hat er versucht, uns auf etwas hinzuweisen. Und zwar auf den einen Schlüssel, mit dem wir diesen Fall lösen können. Nun, verehrter Verteidiger, habt ihr ein Problem mit den Orten, die auf der Skizze markiert wurden? Es gibt ein Problem. Natürlich gibt es ein Problem. Wo denn? Professor Laytons Arm zeigt uns einen wichtigen Beweis. Seine Lage führt uns zu einem großen Widerspruch. Nun, warum erleuchtet ihr dann nicht endlich das Gericht und zeigt uns diesen Widerspruch? Welcher Widerspruch entsteht durch den Arm des Opfers? Jo, es ist nicht so einfach darauf zu kommen, aber irgendwie kann man dann doch drauf kommen. Es hat was mit der Lage des Zauberstabes, des Hexenstabes zu tun. Und der Position, also so wie die Hand eben zu finden ist. Ich bin mir jetzt nur offen gesagt nicht hundertprozentig sicher, was ich hier anklicken muss. Ich klicke einfach mal so. Oder so. In der Hoffnung, dass dann schon das Richtige markiert wird. Der Widerspruch ist genau hier. Das ist doch nur der Arm des Opfers. Korrekt. Würde ein abgebrochener Arm wirklich so auf dem Boden landen und stehen bleiben? Die Chancen sind 1 zu 1000. Ja, nicht das. Ich... Phoenix, du hast jetzt genau das Falsche... Ich wollte auch nicht darauf hinaus, Entschuldigung. Herr Verteidiger, dies ist kein Widerspruch, sondern lediglich merkwürdig. So merkwürdig wie ihr, ihr närrischer Ritter in Blau. Wenn wir die Statue des Professors 100-mal umwerfen, wird sein Arm mindestens einmal genauso landen. So wie ich den Professor kenne, würde es irgendwann sicherlich so kommen. Ja, ja, ich raff's ja schon. Mein Fehler. Ihr wendet euch von den Fakten ab. Ihr ähnelt ja schon einem gewissen Zeugen. Ich wende mich nicht von den Fakten ab und dennoch der Sonnenseite zu. Immerhin ist jetzt eine Möglichkeit vom Tisch. Nächstes Mal präsentiere ich gewichtigere Fakten. Gut. Nun, warum erleuchtet ihr? Ja, ja, welcher Widerspruch? Man muss also genauer drauf zeigen. So, es geht um den Stab. Bitte. Hier. Der Widerspruch ist genau hier. Das ist doch der Hexenstab. Schauen wir uns doch einmal die Abfolge der Geschehnisse an, wie sie von den Zeugen beschrieben wurden. Erst belegte die Hexe den Professor mit einem Zauberspruch und verwandelte ihn so in Gold. Als ihr alle zum Tatort eiltet, fiel die goldene Statue mit viel Getöse um. Danach hat die Hexe den Stab fallen gelassen. Worauf wollt ihr nun hinaus, Herr Blaurock? Alle Zeugen stimmen euch dadurch zu. Korrekt. Sie sagen allesamt das Gleiche. Doch, da wäre noch der Arm. Oho, der Arm? So erleuchtet uns doch endlich. Nehmen wir doch mal kurz an, dass Maya tatsächlich die Hexe ist. Schauen wir uns nun die Skizze noch einmal an. Die Hexe hat den Stab fallen gelassen, nachdem der Professor in Gold verwandelt wurde. Der Stab fiel zu Boden
und wurde der Anklage zufolge hier gefunden. Da gibt es nur ein Problem. Dies ist unmöglich. So kann es sich auf keinen Fall zugetragen haben. Oh. Oha, ihr habt ja recht. War der Arm. Er war... Schön, dass ihr es auch bemerkt habt. Der Arm des Opfers war hier auf dem Boden. Genauer gesagt, er stand dort. Und deshalb kann der Stab nicht so liegen geblieben sein. Und das bedeutet, dass die Angeklagte unmöglich die Person gewesen sein kann, die den Stab fallen gelassen hat. Daraus schließen wir, Maya ist nicht die Hexe. Treffer versenkt. Ruhe! 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 Wie kann es angehen, dass die Beweisführung der Inquisition durch einen einzigen ungewöhnlichen Beweis gegenstandslos wurde? Nennen wir es Leightons magisches Gespür. Der Professor opferte seinen Arm, um uns einen Beweis zu geben, der diesen Prozess auf den Kopf stellt. Ausgezeichnete Arbeit, Phoenix. Professor... Einspruch! Eine bewundernswerte Schlussfolgerung, Herr Blaurock. Dies kann und werde ich nicht leugnen. Selbst wenn wir annehmen, dass eure Beweisführung korrekt ist und die Dame im Käfig keine Hexe ist. Selbst wenn? In all den Prozessen, denen ich beiwohnen durfte, habe ich eine Eigenart von Magie gut kennengelernt. Sie verwirrt Menschen, sie benebelt die Sinne und sie macht Erinnerungen schemenhaft. Niemand vermag sich diesem unerträglichen Einfluss der Magie zu entziehen. Was wollt ihr damit ausdrücken, mein Herr? Der Stab kann nicht so auf dem Boden liegen geblieben sein, wenn der Arm im Weg war. Und doch. Wissen wir, ob der Arm wirklich dort war? Können alle Zeugen die Lage des Arms zu dieser Zeit bestätigen? Einspruch! Wir haben schon viele Male gehört, was sie zu sagen haben. Sie waren sich alle einig, dass der Stab zu Boden fiel, nachdem das Opfer nach vorne gekippt war. Einspruch! Aber dennoch hat niemand gesehen, dass der Stab zu Boden fiel. Zeugen, erinnert euch ein weiteres Mal an den unglückseligen Vorfall. Fiel die goldene Statue zuerst um, oder fiel der Stab schon vorher zu Boden? Geht in euch und erzählt dem Gericht, was ihr saht und hörtet. Alles hängt von euren Aussagen ab. Mögen eure Worte uns zur Wahrheit leiten und mögen sie das Schicksal dieser Hexe im Käfig entscheiden. Ich bin gerade total irritiert, dass die ihre Plätze getauscht haben. Das Gericht war schon bereit, ein Urteil zu fällen. Aber es scheint, als gäbe es noch offene Fragen, die Antworten bedürfen. Sagt noch einmal aus, werte Zeugen. Erzählt uns von der goldenen Statue und der Thalia Magica. Zeugenaussage. Die goldene Statue und der Stab. Ich habe nur auf den Professor geschaut, deshalb habe ich ansonsten nicht viel mitbekommen. Keine Ahnung, ich war als letzter da. Und das Teil hat geglitzert und gefunkelt. Sonst habe ich nicht viel gesehen. Der Hexe starb, ein Augenblick, ein golden Grab, welch finstrer Trick. Oje, Mini, jetzt erinnere ich mich, wie offensichtlich alles nun scheint. Der Stab fiel natürlich vor der Statue zu Boden. Hey, Sekunde bitte. Was ihr da jetzt von euch gebt, unterscheidet sich in allen wesentlichen Punkten von euren vorherigen Aussagen. Herr Blaurock, ihr versteht nun auch so langsam das Dilemma mit der Magie, wie ich sehe. Dies ist der Einfluss der Magie und der Effekt, den jene schwarze Kunst auf die armen Seelen der Zeugen hat. Die Zeugen lügen nicht, doch es ist kein leichtes Unterfangen, sich der Wahrheit zu entsinnen. Was für eine praktische Ausrede.
Phoenix tut mir so leid. Sobald jemand Magie auch nur erwähnt, ist der gesunde Menschenverstand der Leute hier wie weggezaubert. Seit unsere Vorfahren erstmals von den Quellen der Weisheit tranken und die Gabe der Vernunft erlangten, ist die Hexerei das einzige Fach, das selbst den intelligentesten unter uns verschlossen geblieben ist. Und dennoch ist es unsere Pflicht, gegen die schändliche Magie vorzugehen und das Urteil über Hexen zu sprechen. So kämpfen wir nun hier mit den Waffen der Weisen. Mit Worten. Wir werden die Hexe mit unseren Worten richten. Möge die Verteidigung mit dem Verhör beginnen, auf dass ich die Wahrheit offenbare. Na, viel Spaß. Kreuzverhör. Die goldene Statue und der Stab. Ich würde trotzdem sagen, dass wir uns diese Aussage oder diese Aussagen der Zeugin erst beim nächsten Mal in ihrer Vollständigkeit mal anhören und dann mal gucken, ja. Also es ist ja eigentlich fast, nach dem, was wir bisher gehört haben, ist ja eigentlich Fakt, dass jetzt wieder nur Quatsch dabei herumkommt. Aber ob wir den Widerspruch tatsächlich auflösen können und ob wir Maya dadurch retten können, das ist die ganz große Frage, die wir uns jetzt stellen dürfen. Und ja, hier wird's also jetzt demnächst bald weitergehen. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.